1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, offene Themennacht, wie immer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist der Carsten, und Carsten ist 48 Jahre alt. Hallo, Carsten. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Warum rufst du an? Ja, also ich bin seit einem Jahr erblindet. Seit einem Jahr? Seit einem Jahr erblindet, mit einem Jahr Vorlaufzeit, sage ich jetzt mal, ja, wo ich als Notaufnahme ins Krankenhaus gekommen bin und es bei mir eben so lief, dass ich eben wie beim Dimmerschalter, wenn man im Raum das Licht abdreht, eben bei mir eben das Augenlicht zurückging. Ach. Bis zur völligen Erblindung jetzt fast. Ich kann also noch ein bisschen hell und dunkel sehen, das dann Feierabend. Ja. Diese Dimmung, die verlief innerhalb eines Jahres? Die verlief innerhalb von einem Jahr. Also es wurde ein gewisser Punkt erreicht. Ja. Und von da an ging es dann immer steil bergab. Auf beiden Augen gleichzeitig? Auf beiden Augen gleichzeitig, ja. Es war eine Entzündung auf beiden Sehnerven. Mhm. Achso, mit der Entzündung fing es an? Mit dieser Entzündung ist die Ursache dafür. Ja. Und ist von den Ärzten nicht in den Griff bekommen worden. Mhm. Die wissen also nicht, woher und wieso und warum. Mhm. Und keiner kann mir das eben erklären. Bist du falsch behandelt worden? Ich bin also von dem Arzt, bei dem ich vorher war, dem Augenarzt, ist eben das so gewesen, dass er mir eine Lesebrille nach der anderen verschrieben hat innerhalb von einem kurzen Zeitraum und sich weiter gar nicht um Augenhintergrund oder sonst was gekümmert hat, sondern eben gesagt hat, Altersfehlsichtigkeit, die fällt bei dem einen eben etwas stärker aus und so weiter. Mhm. Und bis ich dann eben da in der Notaufnahme gelandet bin. Und die haben kapiert, dass es eine ernstere Geschichte ist? Die haben das dann kapiert, weil das eine Auge stand da schon still. Ja. Das reagierte auf nichts mehr, auf keine Bewegung mehr und nichts mehr. Und mit dem anderen Auge hatte ich also wirklich hell und dunkel auch nur. Mhm. Und dann wurde ich mit Cortison behandelt, ja, was das einzigste Allheilmittel wahrscheinlich in der Situation ist. Ja. Dann wurde es wieder etwas besser, sodass ich auch wieder mal so, wenn man es so sieht, also wenn man im Auto unterwegs ist, so einen Vorwegweiser, so einen großen, da konnte ich schon wieder mal ein bisschen was lesen. Aber dann ging es dann, nachdem ich Schmerzen gekriegt habe, beiden Augen wieder steil bergab. Mhm. Jetzt bist du komplett erblindet? Jo. Kann ich mir das so vorstellen, als wenn ich meine Augen zumachen würde? Siehst du schwarz oder siehst du irgend so eine graue Masse? Ich sehe ein klein wenig hell und dunkel. Mhm. Also wenn eine starke Lichtquelle ist, dann kann ich die noch irgendwo erkennen. Mhm. Aber das ist dann auch schon alles. Also ich kann, wenn ich jetzt irgendwo hingucke, kann ich nicht erkennen, ob draußen die Sonne scheint oder nicht. Ja, du bist 48 Jahre alt. Richtig. Und wenn man in dem Alter plötzlich erblindet, bedeutet das ja eine radikale Veränderung des gesamten Lebens. Was ist für dich der schlimmste Einschnitt, der damit verbunden ist? Ja, nicht mal selbstständig leben zu können. Mhm. Selbstbestimmt, sage ich jetzt mal. Nicht selbstständig, sondern selbstbestimmt. Ja. Dass du tatsächlich sagen kannst, also ich möchte jetzt aus dem Haus gehen, ich möchte da und dahin. Mhm. Und das funktioniert in meiner Situation noch nicht, weil ich eben noch kein Mobilitätstraining bekommen habe. Ja. Was immer eine gewisse Wartezeit mit verbunden ist, die sich teilweise bis zu anderthalb Jahren hinzieht, bis man dieses erhält. Und solange ist man eben, wie ich das eben für mich so definiere, in Sicherheitsverwahrung. Mhm. Das heißt, einmal eingesperrt durch die Wohnung. Ja. Hast du Familie oder lebst du alleine? Ich muss alleine leben. Du musst alleine? Ich hatte vorher mit jemandem zusammengelebt, aber durch Hartz IV bedingt, da sie sonst für meine Krankenversicherung aufkommen müsste, erst keine Sozialhilfe gebe, sondern nur noch das Blindengeld, bedeutet das ungefähr einen Einschnitt von 600 bis 700 Euro im Monat. Mhm. Und das ist eine Sache, die kann man so nicht verkraften. Das heißt, die Beziehung ist deshalb kaputt gegangen? Die ist nicht kaputt gegangen. Ach, die gibt es noch? Die gibt es noch. Aber du sie lebst kümmert sich um mich, sie schafft mir mein Essen nach, aber du wohnst Getränke und alles mögliche, kümmert sich so gut, wie es eben geht um mich. Mhm. Und es ist eben nur blöd, dass man dann eben tatsächlich in seiner Hütte dann oder Gruft, wie ich das bezeichne, dann eben alleine hockt. Ne? Kannst du dich denn so zumindest in deiner Wohnung mittlerweile so das alleine? Das habe ich mittlerweile drauf, ja. Mhm. Ich sauge auch selber und versuche wirklich so alles irgendwie so weit hinzukriegen, wie ich es hinkriegen kann. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, so als es ist eine laienhafte Vorstellung, dass es vielleicht einfacher ist mit Blindheit zu das leben, kann ich nicht beurteilen. Wenn man da rein geboren wird. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich weiß bloß, was ich vermisse. Mhm. Und das ist derbe. Und das ist in erster Linie ist es die Eigenständigkeit. Das ist die
die Eigenständigkeit und auch, was du jetzt visuell wahrnimmst. Das heißt also, wenn du jetzt Bekannte hast und so weiter, du weißt jetzt nicht, wie die jetzt aussehen. Innerhalb von zwei Jahren verändert man sich auch wieder, ja? Ja, du weißt ja gar nicht, wie du selbst aussiehst. Genau. Mhm. Also man steht also früh morgens vor dem Spiegel, guckt da rein, sieht nichts und sagt nicht, ich verstehe aber dann trotzdem mal, ja? Eigentlich brauchst du gar keine Spiegel mehr in deiner Wohnung. Ja, ich habe einen Spiegel da, weil er ist halt drinnen. Ne? Und Lampen habe ich zwar auch da, aber die benutze ich nicht, weil es hat effektiv keinen Sinn. Und wenn ich meine Uhr nicht hätte, die also mir die Zeit sagen kann, wüsste ich auch nicht, ob es jetzt Vormittag oder Nachmittag oder sonst was ist, wenn ich jetzt kein Radio hören würde oder kein Fernsehen hören würde. Man muss dann ja wahrscheinlich auch irrsinnig viel lernen, beispielsweise Blindenschrift. Ja, das ist wieder so eine Geschichte, also das dauert, zieht sich dann auch wieder hin, da muss man erst den richtigen Träger dafür finden. Ja. Dann ist das eine Zeit von ungefähr 12 bis 13 Monate, wie ich jetzt erfahren habe, weil man dann Kurzschrift und so weiter alles erlernen müsste. Ja. Dann sagen die einen, ja, man schafft es jetzt mit der Sensibilität der Fingerkuppen eventuell nicht mehr in dem Alter, dass man es jetzt hinkriegt. Ach so. Weil dann irgendwo die Sensibilität fehlt. Also es ist alles unglaublich schwierig und quälend und langwierig. Ja, vor allen Dingen, ich komme ja aus dem Hochleistungssport, ich habe früher im Hochleistungssport gemacht, Schwimmen. Und von da aus bin ich eben gewohnt, gegen Verletzungen solche Sachen anzugehen. Und das funktioniert in dem Fall komplett überhaupt nicht. Was hast du vorher beruflich gemacht? Ich war Druckvorlagenhersteller. Was hast du? Druckvorlagenhersteller. Druckvorlagenhersteller. Hersteller. Achso. Ich habe also die ganzen Sachen gemacht, die Kataloge und so weiter, Flyers und so weiter, alles, was in dem Bereich geht. Gibt es denn jetzt irgendeine Idee, ob du oder dass du jetzt auch mit deiner Blindheit irgendwie nochmal berufstätig sein könntest? Wie gesagt, also ARC und so weiter, alles unheimlich träge, weil es ja mit Kosten verbunden. Und so wie ich das mittlerweile auch im Fernsehen mitgekriegt habe, durch Report Mainz und so weiter, sieht es eben so aus, dass man solche Anträge gerne auf die lange Bank schiebt, um zu hoffen, dass die Leute entweder Lust verlieren oder wegsterben. Hast du denn eine Idee, was du gerne machen würdest wollen? Ja, also ich habe mir überlegt gehabt, also im Hochleistungssport früher gemacht und so weiter. Habe jetzt auch wieder einfach mal versucht, anfangen zu schwimmen, aber ich schaffe das geradeaus nicht mehr. Ja. Und habe eben von der Muskulatur her ein gewisses Grundwissen da, dass man da vielleicht als Masseur oder so sonst irgendwie einsteigen könnte, dass da irgendwas funktionieren könnte. Aber wie gesagt, das muss eben alles irgendwo dann gewollt finanziert werden. Und wenn die andere Seite nicht mitzieht, dann sitzt man im tiefen Loch und ist beschäftigungslos und man weiß effektiv nicht mehr mit sich selber was anzufangen. Carsten, ist das definitiv so, dass du austherapiert bist oder gibt es irgendwie eine Hoffnung? Ich bin austherapiert, schulmedizinisch. Ich habe also alles durch. Habe also alles, was alternative Heilmethoden war, durch. Also die haben gesagt zu dir, die Schulmediziner, sie müssen sich damit abfinden, dass sie bis an ihr Lebensende blind sein werden. Das haben die schon vor 2 Jahren gesagt, eingeliefert worden. Ja. Du hast gerade ja von deiner Partnerin erzählt, deiner Beziehung. Wie hat sich die Beziehung verändert, dadurch, dass du erblindet bist? Die hat sich an sich mehr nur von meiner Seite her verändert, weil wenn du ständig jemanden um was bitten musst. Also auch so ein Gefühl, dass du ihr lästig bist? Hallo? Ja, ich bin noch dran. Ja? Ich muss mich erst gerade wieder kriegen. Das ist halt sehr schwer für mich, weil wenn du das mal selber gemacht hast, ständig jemanden anzugehen. Ja, verstehe. Und du kannst in dieser Hinsicht nichts wieder zurückgeben. Ja, du wirst schon zurückgeben können. Du kannst deine Liebe ihr zurückgeben. Das ist richtig, aber es geht ja auch darum, dass die Zeitaufwendung, die sie nun durch mich jetzt mehr hat, die kann man nicht wieder aufholen. Und das geht mir immer durch Mark und Bein. Hat das zu Spannungen schon geführt? Weil du so ein... Nein, überhaupt nicht. Das nicht, ja. Überhaupt nicht, nein. Das heißt, sie tut und macht und rennt und alles. Eigentlich ist es ein großes Glück, dass du die Frau hast. Das ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass durch Hartz IV bedingt eben solche Beziehungen auch aufgesprengt werden, weil man dann sagt, pass mal auf, dann muss eben die Partnerin für dich aufkommen. Weißt du, du hast gerade so ein schlechtes Gefühl formuliert, weil du so komplett abhängig bist von ihr. Das geht jetzt sehr ans Herz, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, ja. Aber andersrum gesehen, das würdest du für sie doch auch tun. Das ist richtig, das steht ja nicht zur Debatte. Hey, das ist aber, nein, doch, das... Nee, das steht nicht zur Debatte, ganz einfach, weil man eben selber, man weiß, dass man selber auch tun würde, aber der andere muss es eben tun. Ja, dennoch steht... Und du stehst bis jetzt in der Situation, dass du nichts ich verstehe in der Form jetzt selbstständig machen kannst, um ihr das jetzt irgendwo abzunehmen. Ist mir schon klar. Weil das ein Zeitaufwand ist und so weiter. Und wir haben ja auch noch einen Sohn, der 12 Jahre ist, der damit auch umgehen muss. Und das ist also...
Ich finde schon, dass man das schon bedenken muss, dass du es auch tun würdest. Ja, das, denn, nein, lass mich erklären. Denn das zeigt ja, was für ein tiefes Liebesverhältnis ihr beiden miteinander habt. Und jetzt ist das Schicksal eben so entschieden, dass es dich getroffen hat. Und das zeigt ja, welche große Liebe deine Frau zu dir hat, deine Freundin zu dir hat und umgekehrt du zu ihr auch hast. Sie tut auch alles, sie ist beim Tierarzt beschäftigt und hat ja medizinisch auch ein bisschen Vorbildung und versucht auch alles Mögliche zu machen. Mhm. Aber mir konnte auch kein Arzt erklären, warum ich nach einer Akupunktur, hatte ich mich nicht 4 Stunden hingelegt gehabt, werde dann wach und kann dann gucken wie ein halbes Jahr vorher. Mhm. Das für einen Zeitraum von 6-7 Stunden, dann habe ich mich ins Bett gelegt, nächsten Morgen aufgewacht und es war wieder wie vorher. Und mir kann keiner erklären, warum und wieso. Aber das ist ja wieder rückgängig gegangen, oder wie? Das ist halt am nächsten Tag wieder weg. Ja, und achso. Keiner kann mir erklären, warum und wieso. Wenn mir einer sagt, die Sehnerven sind tot, dann sind die tot, dann können die nichts mehr machen. Also durch eine Akupunktur... Kann das kein letzter Aufschrei der Sehnerven mehr sein. Ja, also das heißt, nochmal klar ausgedrückt, das heißt, es gab eine Akupunkturbehandlung und direkt danach konntest du... Nicht direkt danach. Ich habe mich dann erholt von der Akupunktur, habe ein bisschen ausgeruht gehabt, ein paar Stunden, bin dann wach geworden und dann gucken wie ein halbes Jahr zuvor, wenn du überlegst, du sitzt in dem Wohnzimmer und kannst dann gegenüber die Wand sehen, die ist entfernt so 4 Meter, und du kannst dann oben die Bordüre wieder sehen, wo dann noch nicht mal vorher mit die Vorhänge gesehen hast. Das heißt, da ist ja doch irgendwie noch Hoffnung, dass vielleicht irgendein... Ja, nur es kann mir keiner erklären, das ist jetzt auch schon 1,5 Jahre fast her. Und es kann mir auch keiner erklären, warum und wieso. Und es ist nochmal passiert, aber da war keine Behandlung da und so weiter. Und ich versuche auch mit den Möglichkeiten, die ich früher durch den Sport erlernt habe, mit mentaler Kraft, versuche ich in meinen Körper reinzuhorchen und in meinen Körper reinzugehen, wie bei der Reise in sich, um da irgendwo eine Stelle zu finden, die ich antitschen kann, damit das wieder funktioniert. Carsten, ich möchte ein Angebot machen oder einen Vorschlag hier formulieren. Du hast deine Krankheit, die Symptome und den Krankheitsverlauf ja jetzt erklärt. Wenn jemand irgendeine Idee hat oder sich angesprochen fühlt, vielleicht so eine ähnliche Erkrankung hat oder eine besonders gute Heilmethode vielleicht kennt, der möge uns doch bitte mailen unter domian@wdr.de. Und dann werden wir das dann nicht weiterleiten. Vielleicht, wer weiß, vielleicht geschieht ein kleines Wunder. Ich habe auch schon mal versucht, einen Psychologen zu finden, der jetzt Erfahrung hat, mit einem Menschen mit mir jetzt vernünftig umzugehen, weil ich die Odyssee mit den Ärzten in Krankenhäusern einfach leid bin. Weil wenn dir ein Augenarzt gegenüber sitzt und dir einen Augendruck messen will und zu dir dann sagt, ich kann ihr Auge nicht finden, dann ist das eine Situation, wo ich gesagt habe, ich habe das Besteck da beiseite gelegt, was er da zur Untersuchung gebraucht hat. Ich sage, gehen Sie bitte auf Armlänge weg, sonst wische ich mit Ihnen den Fußboden. Ja, weil das sind für mich untragbare Sachen. Verstehe. So, das machen wir jetzt. Ja? Zum einen. Und zum anderen möchte ich dir sehr gerne anbieten, dass du auch jetzt mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja, das wäre riesig. Ja, dann legst du bitte auf, Carsten. Und Magdalena, das ist meine Psychologin, heute Nacht ruft dich an. Ja, okay. Von Herzen alles Liebe und alles Gute. Herzlichen Dank nochmal, dass ich hat mich überhaupt gewundert, dass ich nach etlichen Jahren, wo ich schon mal bei anderen Themen versucht habe, durchgekommen bin, dass es endlich mal geklappt hat. Ja, umso besser. Freue ich mich auch. Ja? Alles Gute, Carsten. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt oder wenn ihr mailen wollt unter domian@wdr.de. Jetzt geht es weiter mit dem Paul. Und Paul ist 46 Jahre alt. Hallo, Paul. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Warum hast du Ich bin noch ein bisschen sprachlos jetzt durch meinen Vorgänger. Das hat mich jetzt ein bisschen berührt. Da hat auch keine Hilfe da vom Staat, weder finanzielle noch sonst irgendwie, da an den Start kommt. Ne? Naja gut, zu meiner Geschichte. Es geht um Gerüche, das Thema von gestern. Das Thema von gestern, ja. Ja, und ich habe mal als junger Mann, ich bin jetzt 46, habe ich eine Schlosserlehre gemacht. Und da war eine Baustelle, eine Tierkörperverwertungsanstalt. Oh weia, das ist ganz schlimm. In der Nähe von Krefeld war das damals. Das ist ganz schlimm, ja. Und da haben wir 3 Wochen lang so Kranbahnen montiert. Weil da kommen so Träger an die Wand links und rechts und da läuft so eine Laufkatze dann drüber. Ja, genau, kenne ich. Und wir sind 3 Wochen, morgens um 7 waren wir auf der Baustelle. Um 5 nach 7 mussten wir mit 6 Mann erstmal alle kotzen gehen. Ach. Und das jeden Morgen. Weil, Geruch, weil es da so stand. Nicht gewöhnen. Jetzt nach über 20 Jahren, wenn ich ein totes Tier auf der Straße sehe, überfahren, ich habe sofort diesen Geruch in der Nase. Ihr habt euch so nach so kurzer Zeit morgens schon übergeben. Ja. Ihr musstet aber den ganzen Tag dann da arbeiten in dem Ding. Richtig. Wie habt ihr das geschafft? Ich habe keine Ahnung. Wir haben es einfach gemacht und natürlich abends die Brotdame irgendwann angewidert in die Mülltonne geschmissen. Man konnte an Essen oder Trinken, war gar nicht zu denken. Hast du denn, oder habt ihr auch etwas sehen können
Von ja, natürlich. Wir haben ja oben in der Halle, wo unten voller Betrieb war, haben wir gearbeitet. Mhm. Und was habt ihr da gesehen? Ganze Pferde an Kränen werden da in so Kochbäder getaucht und Domian, es stinkt wie die Pest. Das Sehen war halb so wild, da gewöhnt man sich schnell dran. Aber an den Geruch haben wir uns 3 Wochen lang nicht gewöhnen können. Und da muss man sich auch vorstellen, da sind Leute, die da immer arbeiten, ne? Ja, da waren welche, die haben da schon über 20 Jahre gearbeitet. Liefen die irgendwie mit Mundschutz rum oder mit Nasenschutz oder so? Ja, nee, also wir haben es probiert. Ja. Aber dann kannst du nur noch durch den Mund atmen und das ist einfach auf die Dauer zu unangenehm. Und auch du hast auch gedacht, du schmeckst diesen Geruch. Verstehst du, was ich meine? Ja, das verstehe ich sehr gut. Ja, verstehe. Wir haben uns alle ersehnlichst einen Schnüpfen gewünscht, aber dieser Geruch, auch wenn wir abends nach Hause kamen, die Ehefrauen, boah, deine Kleider. Wir haben nachher, so eine Schleuse zur Verfügung gestellt gekriegt, wo wir uns umziehen konnten, damit wenigstens die Kleider nachts nach der Schicht nicht so gestunken haben. Also du hast 3 Kreuze gemacht, als die Zeit vorbei war in der Verwertungsgesellschaft da. Das kannst du glauben. Und den Geruch habe ich ein halbes Jahr später, ich bin morgens wach geworden und hatte diesen Geruch in der Nase. Mhm. Das ist also so ein Gestank habe ich in meinem ganzen Leben, also ich kann noch nicht beschreiben. Also dir müsste man sehr viel Geld bieten, damit du dort arbeitest für immer. Ja, ich habe das war in der Lehre. Damals gab es, glaube ich, 300 Mark im Monat. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Euro du da heute drauflegen müsstest, damit ich da überhaupt nochmal reingehe. Also das habe ich auch schon mal gehört, dass das bestialisch sein muss, also, vom Gestank her, in diesen Tierverwertungsanstalten. Ein Geruch, du hast das Gefühl, du kannst in den Scheiben schneiden und raustragen. Mhm, so dick und allgegenwärtig. Also, das beweist mir auch, wenn du sagst, das ist 20 Jahre her und du noch so emotionalisiert und plastisch davon erzählst, wie gravierend das war, ne? Ich sag ja, ich sehe ein totes Tier und ich habe sofort diesen Geruch, das ist ein Reflex. Ich erinnere mich, also ich habe den wirklich spürbar in der Nase. Ja, also diesen Geruch. Der kommt manchmal auch dann hoch. Ne? Also diesen Geruch werde ich nie vergessen, so hieß unser Thema gestern. Ja, und da musste ich einfach gestern mal anrufen und es ist dann auf heute verschoben. Ja, das war nicht schlimm. Ne? Aber ja. Das war ein Nachklapp zu unserer gestrigen Sendung von dem Paul. Danke für den Anruf, Paul. Kein Problem. Tschüss. So, ihr Lieben, Hinweis auf morgen. Morgen, also jetzt heute am Samstag, ist Promi-Besuch bei mir angesagt. Da sind die Helden da. Wir sind Helden. Eine der erfolgreichsten Gruppen im Musikgeschäft in Deutschland zurzeit. Um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen live. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr gerne euch mit den Helden unterhalten wollt, ruft morgen an, während der Sendung, eine Stunde vor der Sendung oder mailt uns heute schon unter domian@wdr.de. Promi-Besuch morgen 23.45 Uhr. Wir sind Helden im WDR-Fernsehen. Dagmar ist hier. Hallo Dagmar. 40 Jahre. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Ja, bitte. Und mein Thema ist Trauerarbeit. Trauerarbeit? Ja, und zwar ist mein Mann im Januar gestorben. Ja. An Hodenkrebs, der hat mir das nicht erzählt, was los war. Der hat dir das nicht erzählt? Nein, der hat mir das nicht erzählt. Der hat sich einem Freund anvertraut und der hat mir hinterher erzählt, was los war. Und da hatte er nur noch 4 bis 6 Monate zu leben. Und ich wusste nichts davon. Aber mal, er hatte Hodenkrebs, das heißt, das ist eine schwere Krebserkrankung. Ja, er hat das verschleppt. Wie lange war er erkrankt dann noch, als er es erfahren hat? Er hatte vorher eine Pilzerkrankung. Da hat der Arzt das als erstmal unwichtig abgetan. Und dann ist ihm das wohl anscheinend nicht vorgekommen. Ist dann wohl auch heimlich zum Arzt gegangen und hat sich einem Freund anvertraut. Das habe ich jetzt verstanden. Aber wie lange, als er dann zum Arzt gegangen ist, als er wusste, dass es Hodenkrebs ist, wie lange? Muss das nur noch 4 Monate gewesen sein. Aber immerhin waren es 4 Monate, wo er schwer erkrankt war. Ja. Wo du ihn im Krankenhaus besucht hast? Ja, das heißt, er war zu Hause. Er ist noch kurz vorher in einem Krankenhaus gewesen. Mhm. Ist auch noch geschnitten worden. Wie, und da hast du, was hat er denn gesagt? Ich habe nicht gewusst. Aber du gehst ins Krankenhaus und besuchst ihn, da fragt man ja. Ja, da war er noch okay. Da hat er den Ärzten wohl auch erzählt, dass sie mir nichts sagen sollen. Und was hat er dir gesagt, was er hat? Ja, mir hat er gesagt, das ist eine Pilzerkrankung. Eine Pilzerkrankung? Eine Pilzerkrankung, aber davon wird man doch nicht, deswegen wird man doch nicht operiert. Nee, normal nicht. Und das hast du so geglaubt? Da habe ich auch nicht bei gedacht. Ja, das ist schon komisch, da kommt jemand aus dem OP raus und der sagt, nö, ich habe eine Pilzerkrankung, würde ich nicht glauben. Ja,
habe ich auch irgendwie nicht für wahr gehabt. Und er meinte, er fing ja auch im Dezember schon an, von Tod zu reden und vom Sterben. Mhm. Und so weiter. Und du bist gar nicht während der Zeit irgendwie misstrauisch geworden? Nein. Wie hat er denn seine letzten Tage und wo hat er die verbracht? Ja, 4 Tage davor ist er im Krankenhaus entlassen worden. Mhm. Durch den Schnitt, durch den offenen Schnitt. Mhm. Und ist dann Dienstag morgens dann zum Arzt gehen, mhm. weil man noch Zucker feststellte. Mhm. Das wusste er auch nicht. Mhm. Das komischerweise, er hat mir alles verschwiegen. Und daraufhin ist er dann morgens bei mir in der Küche kollabiert. Aha. Ich habe einen Notarzt gerufen. Ja. Und es war Herzstillstand. 3 Stunden später haben wir ihn auf der Intensivstation wiedergefunden. Mhm. Ja, und dann ist er 3 Tage später gestorben. Jetzt kommt das, was danach kommt. Ich komme mit der Trauer nicht klar. Ich komme mit dem Alleinsein nicht klar. Mhm. Lass mich nochmal, wir kommen da gleich drauf, lass mich nochmal kurz nachfragen. Er ist dann auf die Intensivstation gekommen, nachdem er bei dir zu Hause kollabiert ist. Ja. Und selbst da hat man dir nicht gesagt, was da los ist mit ihm? Er hat den Ärzten verboten, mir etwas zu sagen. Er war dann noch bei vollem Bewusstsein? Ja, nein, das war davor. Wer pfeift denn da? Er war im Koma. Wer pfeift? Das ist ein Beo. Ja. Bitte? Wer pfeift irgendjemand? Das ist ein Beo, ein Vogel. Ach, ein Vogel. Aber der ist nicht hier im Raum. Ich habe gedacht, mein Theo ist das. Ein Beo. Mhm. Ja, und... So, dann hast du im Nachhinein erfahren von einem Freund, dass dein Mann Hodenkrebs hatte und es dir nicht sagen wollte. Er musste eben das Versprechen ablegen, dass er mir nicht sagt, bevor er beerdigt ist. Warum? Weiß ich nicht. Wir haben eine super, super Ehe geführt. Wir waren 3 Jahre verheiratet. Ich habe den Mann damals auf der Line kennengelernt, auf der Dating-Line. Mhm. Und wir haben uns sofort ineinander verliebt. Das hat gefunkt und wir haben 6 Jahre verbracht miteinander. Also eine gute Zeit gehabt? Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Wir hatten auch immer schlechte Zeiten. Ja. Und ich meine, es kommt nie der Ehe vor. Ist völlig klar. Aber musst du ja irgendeine Idee haben, warum der dir das verschweigen wollte unbedingt. Ich weiß es nicht. Überhaupt nicht. Das Schlimme ist, ich komme mit der Zeit danach nicht klar. Ne? Du vermisst ihn sehr? Ich vermisse ihn sehr. Ich hänge, ich habe ihn abgöttisch geliebt. Mhm. Ne? Bist du im Nachhinein auch ein bisschen wütend auf ihn, dass er dir das nicht gesagt hat? Auf einer Seite schon, aber ich kann ihm dann nicht mehr wütend sein. Wenn ich das Bild von ihm sehe, wenn ich nachts, ich werde nachts im Schlaf wach, ich träume von ihm. Ich bin klatschnass, wenn ich aufwache. Mhm. Ich schlafe keine Nacht mehr durch, obwohl ich in eine andere Wohnung gezogen bin. Ich komme damit nicht klar. Ich habe jetzt schon wieder versucht, irgendwie Kontakt zu Männern aufzubauen, mir vielleicht eine feste Partnerschaft zu suchen. Würde ich jetzt auch noch nicht machen. Das ist auch noch so frisch. Ich finde, dafür muss man erstmal die Trauer verarbeitet haben, bevor man sich auf eine neue Partnerschaft einlassen kann. Hast du denn Menschen, mit denen du über deine Trauer sprechen kannst? Ja, habe ich. Ich habe super tolle Nachbarn hier. Mhm. Ich meine, wir sind damals umgezogen vom Rheinland ins Ruhrgebiet. Mhm. Und ich habe super tolle Nachbarn, die haben mir geholfen in der Zeit. Kannst du denn auch wirklich viel? Die haben mir beigestanden, die haben mir in allem beigestanden. Ja. Kannst du heute auch noch mit denen viel darüber sprechen? Ja, sie sitzen nebenan im Zimmer. Ach so, ah ja. Mhm. Die hören das jetzt alle mit. Mhm. Also das ist schon mal sehr wichtig, dass du so Freunde an deiner Seite hast. Offensichtlich... reicht das aber noch nicht aus. Offensichtlich geht es dir so schlecht, dass... Ich habe auch einen Therapeuten aufgesucht. Also bei einem Therapeuten, die Gespräche, die geben mir aber nichts. Mhm. Warum geben die mir nichts? Weil ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht aussprechen, weil er mich immer unterbricht. Mhm. Und dann komme ich in eine Phase rein. Das geht von einem Moment aufs andere. Dann fange ich an zu heulen, ich kann mich nicht mehr einkriegen. Ich fände für dich, glaube ich, gut, wenn du in eine Selbsthilfegruppe gehen würdest. Ja, das habe ich auch schon versucht. Das hilft nicht. Wenn die vom Tod reden, dann ist man mir zu Ende. Hm. Ach, du warst schon in einer Gruppe wirklich drin? Ich habe 3 Sitzungen mitgemacht, ja. Hm. Also Psychologe ist schwierig, Therapie ist schwierig. Dennoch hängst du richtig in den Seilen und bist sehr traurig und kommst damit nicht zurecht. Das heißt, irgendeine Hilfe müssen wir ja finden. Irgendwas muss getan werden. Nee, das ist das Alleinsein, was mich fertig macht.
Mhm. Ich war in meinem Leben kaum alleine. Ich war schon zweimal verheiratet. Also meine erste Ehe ist in die Brüche gegangen. Meine zweite Ehe ist durch Tod kaputt gegangen. Mhm. Ich habe einen 13-jährigen Sohn, ja, für den ich da sein muss. Ich habe auch schon oft gedacht daran, Schluss zu machen. Aber dann nimmst du deinem Sohn die Mama. Ja, das weiß ich. Aber mein Sohn, der lebt nicht bei mir, ne? Trotzdem. Trotzdem. Ich kann das verstehen, dass man, wenn man in so einer Trauer ist, natürlich solche Gedanken auch hat. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Und du bist ja schon sehr tapfer und suchst und hast viele Sachen ausprobiert. Nach außen hin gebe ich mich stark am Tag, lasse ich mir das nicht anmerken. Mhm. Aber in der Nacht, so, Dagmar, wird man wach, dann streckt man die Hand aus und ist niemand mehr da. Mhm. Und das ist das Schlimme, was mich fertig macht. Ich habe hier eine sehr pfiffige Psychologin sitzen heute Nacht. Das ist die Magdalena. Ja. Ja. Die das mitgehört hat, das Gespräch. Ja. Und ich möchte, dass du mit ihr es weitersprichst. Ja. Es gibt viele, viele Möglichkeiten noch der Trauerarbeit und der Trauerbewältigung. Ihr beide sollt euch jetzt richtig unterhalten und gemeinsam noch was finden, was für dich gut wäre, was du auch, was auch gemäß ist für deine Person und deine Situation. Ja. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an. Ja, darf ich schon grußlos werden? Ja, klar. Also ich grüße alle, die im Nebenzimmer sitzen und die mir so toll beiseite gestanden haben. Mhm. Und nochmal vielen Dank. Alles Gute, Dagmar. Ja. Auf Wiederhören. Du legst auf und wir rufen gleich wieder an. Ja, okay. Tschüss. Danke, tschüss zu mir. Tschüss. Tschüss. Andreas ist hier. Andreas ist 28. Hallo, Andreas. Hallo, Andreas. Ja, das passiert mir auch manchmal, wenn ich nervös bin, dass ich den Namen, meinen eigenen Namen sage. Ja, ach ja. Also, ich sag zu dir, hallo Domian, und du sagst zu mir, Andreas. Ja. Andreas. Also, mein Thema, da hatte gestern auch mal jemand für angerufen, vorgestern, Entschuldigung, und das mal so kurz angedeutet. Bei mir ist was Ähnliches passiert. Ich glaube, Frank hieß der. Und ich bin 28 Jahre und das erste Mal sowas passiert in meinem Leben. Und was ich sehr bereue, dass ich meine Ex-Freundin geschlagen habe. Ja. Ah, ja. Und unsere Beziehung ist halt auch kaputt gegangen. Mhm. Deine Ex-Freundin? Wir waren 3,5 Jahre zusammen. Ja. Und das war eine sehr intensive, eine sehr, sehr schöne Beziehung gewesen, eine sehr liebevolle Beziehung gewesen. Mhm. Die ganzen Jahre. Mhm. Und sind auch nach einem halben Jahr zusammengezogen schon und es war alles ganz toll. Und wir sind jetzt auch vor 2 Monaten umgezogen. Mhm. Ich bin ihr zuliebe auch in ihr etwas näher zu ihrem Studiumplatz hingezogen und ja. Aber ihr seid jetzt getrennt? Ja, genau. Also weil du die Hand erhoben hast. Du hast sie geschlagen. Ja, also eigentlich die Trennung war schon irgendwie, ja, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber irgendwie. Ich erzähle jetzt mal weiter, dann erklärt sich das von selber. Mhm. Mhm. Also wir sind umgezogen und kurz nach dem Umzug ist sie nochmal zu ihrer Schwester in Osten gefahren. Es ist halt weiter weg gewesen, war sie eine Woche. Und auch kein Problem, ab und zu fuhr sie halt mal da hoch. Und aber dieses Mal war es anders, sie kam wieder. Und ich habe halt gemerkt, dass da was ist, dass da irgendwie was anders ist. Es kam halt auch an meinem Geburtstag wieder und dann ihre Schwester noch mitgebracht und so, war alles in Ordnung, eine Geburtstagsparty hier noch gemacht bei mir und so. Aber also irgendwie habe ich gemerkt. Wie meinst du, was anders? Dass ein anderer Typ da ist, oder? Ja, ja, genau. Also ich bin eigentlich kein eifersüchtiger Typ. Ich war die ganzen Jahre auch nicht eifersüchtig. Ich habe ihr auch vertraut. Also irgendwie war sie komisch drauf. Genau, man merkt das ja. Ne? Ja. Also man merkt das ja, wenn sie irgendwie ganz anders ist und irgendwie ein bisschen abweisend ist auch. Ja. Und ich hatte da schon kurz vorher was vermutet, wo sie das letzte Mal bei der Schwester war. Da hat sie halt mit so einem Typen SMS-Kontakt gehabt und so. Und das ist normalerweise kein Problem. Und Ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Oder frag dich ganz einfach mal. Hat sie irgendwas gehabt mit einem anderen? Ich weiß es mittlerweile, ja. Deswegen ist das ja auch alles passiert. Okay, ja, was genau ist passiert? Was hast du mit der Frau gemacht? Ja, also wir wollten dann auch nach dem Umzug zusammen in Urlaub fliegen und 2 Tage bevor wir in Urlaub geflogen sind, hat sie mir dann mitgeteilt, nachdem wir uns etwas gestritten hatten, es war kein großer heftiger Streit eigentlich, hat sie mir mitgeteilt, dass sie nicht mit in den Urlaub fliegt. Und wir hatten halt Umzugsstress und so und ich habe mich so auf den Urlaub gefreut und habe auch gedacht, dass es da wieder gut wird und dass da auch wieder einiges was hast du gemacht? Wird. Ich will wissen, was du gemacht hast. Ja, okay, dann sind wir in den Urlaub geflogen, kam wieder und habe dann
Dann kam sie wieder zu mir zurück und wir haben uns auch eigentlich ganz gut verstanden. Es war wieder ein bisschen liebevoll und dann wollte ich aber unbedingt wissen, was los war. Hab dann auch ihre Mobilfunkrechten kontrolliert. Andreas, ich will wissen, ob du die Frau geschlagen hast. Ja, habe ich ja dann auch. Ich komme jetzt, komm jetzt zum Punkt. Wie hast du die Frau geschlagen? Ich habe dann rausgekommen. Nee, sag mal, wie du die Frau geschlagen hast. Ja, mit einer, also eine Backpfeife. Eine Backpfeife. Mhm. Eine Backpfeife, ja. Mhm. Und es war lass mich mal fragen, so kommen wir nie zur Potte. Ja. Wie oft hast du sie geschlagen, solange ihr zusammen wart? Zweimal, jetzt geschlagen. Also ja. Das war das erste Mal richtig. Ja. Und einmal habe ich sie überhaupt am Arm angefasst. Mhm. Aber das, ansonsten, wie gesagt, ich bin also kein aggressiver Mensch, auch so in meinem Umfeld nicht. Oder okay, so. Aber ihr seid jetzt getrennt, ihr beiden. Ja, also es war ja schon vorher schon so. Also zwei Tage bevor ich in Urlaub geflogen bin, sagt sie so, ja, nee, ich wollte halt den Grund wissen, warum. Ja. Und ich konnte es mir nicht erklären, vor allen Dingen, weil wir gerade noch vor kurzem umgezogen sind, große Pläne hatten etc. Ja. Ja. Und das hat alles sehr, sehr weh getan. Dann als ich das erfahren habe, dass sie da mit einem anderen Mann was hatte, was sie mir dann gesagt hatte. Verstehe. An dem Abend ist das noch nicht passiert, am nächsten Morgen erst. Und dann hat es zwischen uns einen Streit gegeben. Sie hat auch ein Glas Wasser zu mir geschmissen und so. Mhm. Und hast du dich entschuldigt danach? Ja. 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 So, hast du denn jetzt das Gefühl, dass generell du irgendwie dich manchmal nicht so im Zaun halten kannst? Das ist auch mein Problem jetzt. Also ich habe Angst davor, dass es vielleicht in meiner nächsten Beziehung oder wer weiß, dass es vielleicht irgendwann nochmal passieren kann. Du bist, das habe ich gesagt, 28, ne? Ja. 28. Ist das früher schon mal passiert? Also ist es noch nie bei einer Frau passiert, ist schon mal. Ist ganz komisch, dass es immer nur bei Leuten passiert, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Also ich habe noch nicht die Hand gegen meine Mutter erhoben, aber ich bin schon mal mit meiner Mutter sehr, sehr aneinander gerasselt. Also nicht so, dass ich sie geschlagen habe oder so, aber ich habe halt auch schon mal eine Tür kaputt getreten bei ihr und bin hinter ihr hergelaufen und dann noch sogar zurückgezogen. Ne? Aber Und ist das bei mit Jungs auch so, dass du wenn überhaupt nicht mit Freunden nicht. Überhaupt nicht und mit anderen Beziehungen. Ich hatte auch vorher schon lange Beziehungen, die über Jahre gegangen sind. Ja. Da ist das auch nicht so gewesen. Da bin ich aber auch nicht verbal oder so verletzt worden, wie es jetzt hier war. Ja. Also, das ist eine Grundsatzangst bei dir jetzt, eventuell, wenn du in einer neuen Beziehung bist, dass du irgendwann wieder ausrasten könntest und irgendwas. Ja, vor allem, weil es ja auch jahrelang nicht passiert ist. Ich kam ja auch sonst mit Problemen, kam ich ja auch klar und konnte damit umgehen. Mhm. Und ich erschrecke mich vor dieser Szene, die hier passiert ist. Glaube ich. Und das Schlimme ist ja, die Szene war ja auch so schlimm, also wie gesagt, wir sind beide aneinander dran und sie hatte die Nase am Blut, ich hätte dann die Polizei gerufen. Ja, und die Polizei kam und hat mich aus meiner eigenen Wohnung für 10 Tage verbarrikadiert und dann ist da dieses neue Gesetz da und dann, das hat erstmal ein bisschen gedauert, bis ich darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich getan habe. Okay, ich habe verstanden, dass dir das wirklich am Herzen liegt, dich da in den Griff zu kriegen. Ja. Und die Sachen zumindest so zu ordnen, dass da nie wieder was Schlimmeres passiert. Ich schlage jetzt vor, ich rufe dich, nicht ich, sondern wir rufen dich gleich mal zurück, nochmal zurück. Ja. Und dann überlegen wir gemeinsam, was man tun könnte. Okay? Das ist gut, das ist ganz nett, ja. So machen wir es, Andreas. Du legst bitte auf und Andreas und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar, okay. Dann, ne? Okay, okay, tschüss. Schön, ne? Dankeschön, dann, tschüss. Dann, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Frank ist hier, Frank ist 31 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo Domian, schön bei dir zu sein. Dankeschön. Und die Nicole ist auch noch da, 33. Richtig. Wer ist Nicole? Ist das deine Liebste? Ja, das ist meine Allerliebste. Das ist deine Allerliebste. Ja. Warum hast du mich oder ihr mich angerufen? Also ich bin der Meinung, meine Frau ist sexsüchtig und meine Frau sagt zu mir, ich bin ein Sexmuffel. Oh, da prallen aber Welten aufeinander. Oh ja. Da prallen Welten aufeinander. Wie oft habt ihr denn Sex? Wie oft haben wir Sex? Ja. Hallo Domian. Hallo Nicole. Gut, dann kommst du erstmal rein, genau. Ja, also einmal im Monat. Einmal im Monat? Alle 2 Monate. Wie, einmal im Monat oder alle 2 Monate? Ja. Da kann man ja nicht sagen, dass ich sexsüchtig bin, wenn ich sage, dass es mal ein bisschen öfter sein könnte, oder? Nee, so ganz spontan würde ich dir da erstmal ohne weiteres Recht geben. Wie lange seid ihr beiden denn schon zusammen, ihr beiden Süßen? 5 Jahre. 5 Jahre? Wir sind verheiratet. Wir haben auch 2 Kinder. Ja. Aber ich habe schon 2 große Kinder aus erster Ehe mitgebracht. Hey, du bist 33, hast du früh angefangen? Ja.
Kann man so sagen. Ein anderes Hobby. Nein, Quatsch. War das denn früher, als ihr euch kennengelernt habt, war das da anders? Ist das im Laufe der Jahre weniger geworden? Ja, am Anfang war auch wirklich, wenn er von der Nachtschicht wiedergekommen ist, um 5 Uhr morgens, da ging es richtig ab. Mhm. Auch dann, als ich geschlafen habe, so, na okay, gut, okay, machst du mit. aber dann hat es natürlich dann, als die Kleine dann kam, also seine Tochter, und die war dann auch bei uns mit dem Schlafzimmer und ja. Dann hat es nachgelassen. Natürlich, ja. Hast du den Eindruck, dass es immer mehr nachlässt? Das kann man so schlecht sagen. Das ist immer... Also dieses Intervall von einmal im Monat oder alle 2 Monate mal, war das so zum Beispiel das ganze letzte Jahr lang schon so? Ja, doch. Das schon? Ja, ja. Ja, das ist wenig. Ja. Das ist wirklich wenig. Was wäre denn so deine Traumquote? Eine Traumquote, um Gottes Willen. Also, man muss auch jetzt gerade lachen. Aber eine Woche wäre schon nicht schlecht. So, jetzt gibst du mal eben den Frank und wir reden gleich wieder weiter. Gib dir gerne den Frank. Ja. Hallo, Domian. Frank, das ist natürlich wenig. Ja, gut. War nichts. Hast du keinen Bock mehr? Doch, wohl. Ja, wie kommt's dann? Hast du so viel Arbeit oder wie? Ich meine, alle 2 Monate einmal ist nun wirklich nicht viel. Oder einmal im Monat. Ja, ich nehme meistens auch den arbeitlichen Stress mit nach Hause. Bist du denn so belastet beruflich, dass das wirklich... Ich meine, das kann man auch immer gerne als Ausrede gebrauchen, der berufliche Stress. Es gibt Wochenende und Feiertag. Und ich mache meistens Frühschicht und dann muss ich schon um 2 Uhr aufstehen. Mhm. Und wenn ich dann... Wochenende ist Fußball. Fußball, auch wichtig. Auto. Nee, ist nicht wichtig. Eigentlich nicht. Ja. Also, jetzt ganz ehrlich, man muss ja nicht um heißen Brei rumreden. Findest du deine Frau Nicole noch sexy? Ja. Findest du sie anregend? Ja. Du bist erregt durch sie? Ja, ich liebe meine Frau. Ja, das glaube ich auch. Ich bezog das jetzt erstmal so auf die Erotik und die Sexualität. Findest du sie noch richtig geil? Ja. Ehrlich? Ja. Und wenn ihr miteinander schlaft, hast du da richtig deinen Spaß dran? Heftig. Heftig. Mhm. Nicole muss ich gar nicht fragen, die hat wahrscheinlich, sagt dann sowieso ja, oder? Dass sie richtig Spaß dran hat. Ja, also... Ja. Gib's mir mal eben, wir machen mal so hin und her. Gib mal eben die Nicole nochmal. Ich hab das gerade so vorausgesetzt. Wenn ihr dann miteinander schlaft, ist das für dich gut oder hast du den Eindruck, das ist so eine Pflichtnummer von ihm? Deswegen sage ich manchmal auch, ich habe gar keinen Bock auf eine Quickie-Nummer. Ah, ja. das ist dann so ein Quickie, so eine Quickie-Nummer. Nee, das ist nicht oft. Und dann deswegen drehe ich mich dann um und sage, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber wenn es dann zur Sache geht, einmal im Monat oder alle 2 Monate, ja. Bist du richtig bei der Sache? Ja. Und hast du das Gefühl, dass es ihm auch richtig Spaß macht? Doch. Ja, doch, muss ich sagen. Also wenn es dann ist, ist auf jeden Fall viel Lust dabei von beiden Seiten. Und also es könnte ja jetzt auch sein, wenn man mal böse unterstellt, dass er das nur so als Pflichtprogramm absolviert, alle Monate mal. Aber das merkt man als Partner auch, ob das Pflicht ist oder ob der andere wirklich dabei ist. Genau, ich denke mal so diese Quickie-Nummers, das ist ja immer dieses Pflichtprogramm. Natürlich, ja. Nun sagt der Frank, Beruf und Arbeit und Stress, und du kannst es besser beurteilen als ich. Ja. Ist das so, dass ihn das schon sehr mitnimmt? Klar, sicher, aber ich habe auch 4 Kinder zu Hause und ich mache das natürlich auch, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann bin ich auch manchmal abends hier auf der Couch einfach ein. Mhm. Und vielleicht hatte er dann auch mal Lust, auch wenn ich hier einfach nur schlafe. Aber keiner traut sich, irgendwen anzusprechen. Von euch beiden? Ja, irgendwie so, ups, sollst du die jetzt ansprechen oder anmachen? Oder, hey Maus, ich hab jetzt Bock irgendwie. obwohl, mir wird das dann auch Spaß machen, da würde ich auch direkt mitmachen. Also du wünschst dir auch so ein bisschen unkonventionelles Verhalten. Mal. Manchmal ja, so ein bisschen. Wenn es dann passiert, die seltenen Mal, ist das denn so die klassische Nummer im Bett oder passieren da auch schon mal außergewöhnliche? Im Bett ist doch langweilig. Also ihr macht es euch schon. Dann, ach,
so, ja. Ihr macht euch mit, ja. Mhm. So, jetzt muss ich Frank nochmal haben, Nicole. Ja. Bitte? Gibst du mir den Frank nochmal? Ja. Ja. Ja, Domian. Ja, Frank, das hört sich ja eigentlich für eine Grundvoraussetzung gut an. Da sind zwei Leute, die sich lieben. Da sind zwei Leute, die sich sexy finden. Und da sind zwei Leute, die, wenn sie Sex haben, auch guten Sex miteinander haben. Mhm. Da sind ja alle Voraussetzungen erstmal da. Jetzt müsste man nur gucken, dass man vielleicht die Frequenz ein bisschen häufiger gestaltet. In den Zwischenzeiten, wo du nicht mit deiner Frau Sex hast, ja. Onanierst du da? Nö. Nee. Also da ist auch wirklich gar keine Lust, keine sexuelle Lust bei dir so da. Na, weniger. Weniger. Mhm. Ja, dann hat das vielleicht wirklich was zu tun mit der Arbeit. Aber um ihr ein bisschen entgegenzukommen, sie verlangt ja gar nicht so viel. Könntest du ja vielleicht ein bisschen irgendwo was runterschrauben. Fußball zum Beispiel. Habe ich ja schon. Habe ich schon. Hast du? Ich bin ein aktiver Fußballer, ich habe jetzt schon sonntags aufgehört. Ja? Also spiele ich nur samstags in den alten Herren. Und wenn sie dann so öfters mal will, als du willst, fühlst du dich dann so ein bisschen bedrängt? Ja. Das schon. Mhm. Mhm. Und dann macht man zu, ne? Ja. Mhm. Ja, es ist wirklich die Frage, wie kriegt man dich entspannter, damit du einfach wieder, damit das einfach die Hormone wieder mehr sprudeln. Offensichtlich sind die ja irgendwie verdrängt, verdrückt durch irgendwas anderes. Hast du sonst Sorgen? Irgendwie habt ihr finanzielle Sorgen oder mit den Kindern irgendwie Probleme? Nee, gar nicht. Gar nichts. Die Kinder also wirklich top erzogen und sehr entgegenkommen und alles. Ja. Wirklich. Finanziell auch alles okay. Ja. Ja. Also Frank, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, also das ist ja das Problem. Also ich würde ja auch gerne mehr, aber irgendeine Blockade ist da. Ja. Irgendeine Blockade. Vielleicht ist es die Arbeit, vielleicht ist es aber auch irgendetwas, was man gar nicht jetzt so in so einem lockeren, kurzen Plausch herauskriegen kann. Mhm. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr beide, ich meine, ihr seid ja nur mutig, ihr habt hier angerufen und redet ganz offen über eure Sexualität, wenn ihr mal 1, 2, 3 Mal zu einer Eheberatung gehen würdet? Natürlich. Ja, da sitzt jemand und da habt ihr Zeit und dann könnt ihr in Ruhe reden. Vielleicht kommen da doch ja vielleicht noch andere Sachen raus, die wir hier einfach nicht so rauskriegen können in der Kürze der Zeit. Ja, sicher, klar. Dir liegt ja auch was daran, die Situation zu ändern. Mhm. Ist so, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Also klar. Ja. Meistens ich war eigentlich immer dafür, dass ich gerne Sex hatte und, ne, und ansonsten wären ja auch nicht die zwei Kinder entstanden. Mhm. Und wir hatten ja vorher ein super Sexleben. Mhm. Ja, aber von heute auf morgen, weiß ich nicht, war auf einmal alles futsch. Ja, von heute auf morgen, ich habe das gerade so verstanden, als wäre das so eher so ein auch ein bisschen schleichender Prozess. Du meinst von heute auf morgen? Also ich meine von heute auf morgen, ja. Was war denn da von heute auf morgen? Ist da irgendwas vorgefallen? Bis dass die Kleine halt bei uns geschlafen hat und dann hatten wir nach der Zeit noch den Lukas bei uns im Zimmer schlafen. Schlafzimmer, also den ganz kleinen. Hat das mit der Geburt der Kinder etwas zu tun? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nee. Also wir stochen ein bisschen im Nebel, ne? Also, ja, das machen wir ja schon die ganze Zeit. Aber irgendwas ist da. Das ist ja auch nicht nur, dass ich ihr die Schuld gebe, sondern ich suche ja die Schuld bei mir. Weil sie möchte ja. Ja. In der Regel sind die Jungs immer eher gebremst, wenn es um Eheberatung geht. Aber du hast gerade spontan gesagt, ja, kann man mal machen. Finde ich auch, wenn man da nichts zu verlieren hat. Das ist genauso wie hier anrufen. Ich würde euch gerne noch versorgen mit ein paar guten Anlaufstellen. Ja. Und dann könnt ihr beide entscheiden, wann ihr da hingeht und ruft mal an, meldet euch an und dann guckt er weiter. Okay. Ja? Lieber Frank, du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar, Domian. Alles Gute, schöne Grüße an Nicole. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Meine Promi-Gäste morgen Nacht, Samstagabend im WDR-Fernsehen um 23.45 Uhr. Die Helden, wir sind Helden. Und wenn ihr gerne mit den Helden auch reden wollt, bitte heute mailen unter domian@wdr.de oder während der Sendung anrufen oder eine Stunde vor der Sendung anrufen. Hier ist Sabine, 29. Hallo Sabine. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Sabine, dein Thema. Mein Thema heißt, ich liebe einen verheirateten Mann. Oh weia, oh weia, oh weia. Ja, so reagieren die meisten. Ja, das birgt meistens immer Probleme. Wie lange liebst du denn schon einen verheirateten Mann? Also jetzt fast seit einem Jahr.
Du bist in keinem... Wir sind heimlich zusammen. Ganz heimlich. Ganz heimlich. Du hast keine Beziehung? Ich habe keine Beziehung. Ich war kurz davor mit meinem Mann auseinander. Ach also so. Es war so ein schleichender so. Prozess. Und dann hast du gleich den anderen Mann kennengelernt. Das hat sich so ergeben, ja. Ja. Der Mann, diese Beziehung ist komplett geheim. Niemand weiß davon? Keiner weiß davon, außer meine Freunde. Ach, deine Freunde wissen es also vor. Meine engsten Freunde und auch meine Mutter und ja. mein Bruder. Ja, okay, da sind ja schon einige eingeweiht. Ja. Wie oft seht ihr euch? Wir sehen uns, also wir führen eigentlich, also ich muss dir dazu sagen, er ist auch mein Chef. Ja, also es kommt noch mit dazu. Noch komplizierter. Noch komplizierter, das heißt also auf Arbeit weiß es auch keiner. Es darf auch keiner wissen. Das heißt, du bist auch jeden Tag mit ihm, hast beruflich mit ihm Korrekt. Zu tun. Ja. Also du musst dir vorstellen, dass wir eine normale, also eine ganz normale Beziehung miteinander führen. Er ist jeden Tag bei mir, wenn er hier ist. Er hat aber seinen Wohnsitz, seinen offiziellen Wohnsitz, also seine Frau, und er hat auch ein Kind. Ach, die wohnen woanders? Die wohnen woanders. Ach so, weit weg? Ja, ein paar Kilometer weg. Mhm. Und, Und dann wohnt er bei dir die ganze Woche über? Ja. Dann verlasst ihr getrennt die Firma, damit das nicht auffällt? Ja. Und fahrt dann und trefft euch bei dir in der Wohnung. Genau. Aber seid doch dann eigentlich in der Wohnung eingesperrt, weil ihr könnt doch niemals irgendwo essen gehen? Nein, gar nichts. Nein, so ist es eben nicht. Also er läuft mit mir auch ganz frei in der Stadt durch die Straße. Ja gut, aber dann muss doch irgendein Kollege aus der Firma nur zufällig vorbeikommen und schon Kann ist es passieren, rum. Kann passieren, ja. Und da habe ich ihn auch drauf angesprochen, wie er dazu steht. Und da sagt er halt, das ist dann halt auch so. Also es ist so, er steht eigentlich... Also in Anführungszeichen eigentlich zu mir. Mhm. Er hat, also wir lieben uns auch. Du würdest auch sagen, das ist für ihn nicht nur so eine Sexnummer. Nein. Sondern er hat dir auch schon seine Liebe gestanden. Er hat mir seine Liebe gestanden. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, das alles umzusetzen, weil er hat ein Haus. Mhm. Sie ist finanziell von ihm abhängig. Mhm. Es geht irgendwie, er ist ein Harmoniemensch. Er möchte, dass wir alle nicht drunter leiden. Mhm. Nur mein Empfinden ist einfach, er kann es nicht länger so durchziehen. Mhm. Also, ich weiß nicht. Ich würde dich jetzt mal fragen, wie du dazu stehst, weil ich bin, weißt du, alle zwei Wochen ist er weg. Und ich bin allein. Mhm. Und ich krieg halt irgendwie. Also, stellt er es bei dir so dar, dass die Ehe eigentlich kaputt ist? Ja. 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 Schon länger. Er bittet auch um mein Vertrauen. Also er merkt ja auch, dass ich darunter leide. Er hat zwei Kinder, sagst du? Bitte? Er hat zwei Kinder? Ein kleines Kind. Wie klein ist das? Der ist fünf. Fünf. Mhm. Was natürlich für ihn auch ein Problem darstellt. Wahrscheinlich, ne? Verständlicherweise. Ja. Mhm. Aber zu seiner Frau hat er überhaupt keine Beziehung, keine Bindung, keine Gefühle, gar nicht. Schlafen die noch miteinander? Nein. Auch nicht mehr? Nein. Mhm. War das schon so, als ihr euch kennengelernt habt? War das da auch schon alles irgendwie so kaputt bei denen? Es fing an. Mhm. Also die Anzeichen waren da, aber es hat sich durch unser Zusammensein verschärft und auch verstärkt. Mhm. Was für eine Perspektive gibt er dir denn? Sagt er, gib mir noch ein halbes Jahr Zeit oder ein Jahr? Oder nennt er gar keine Zeiträume? Er nennt überhaupt keinen Zeitraum. Also er sagt, er kann mir einfach keinen Zeitraum nennen. Er will sich da, also er kann auch mit Druck nicht umgehen, sagt er. Und das ist halt total schwierig. Er bittet um mein Vertrauen. Er sagt, er ist sich sicher mit mir. Er will mit mir sein Leben verbringen. Aber da müssen ja auch mal irgendwann Taten vollbracht werden. Genau, das wünsche ich mir halt auch, weil irgendwo leiden wir ja alle darunter. Was hält ihn denn noch bei seiner Frau? Das Kind, kann man sagen. Das Kind, ja. Ja. Aber da gibt es ja nur auch vernünftige Regelungen, dass das Kind für ihn nicht verloren ist. Weißt du, was eigentlich mein Hauptproblem ist? Mhm. Dass sie dort immer noch wohnt und dass er alle zwei bis drei Wochen dorthin fährt zu ihr. Mhm. In sein Haus? In deren gemeinsames Haus. Mhm. Und damit komme ich nicht klar. Mhm. Auch wenn er nichts mehr mit ihr hat. Es geht einfach ums Prinzip. Ja, was halt, verstehst du das oder übertreibe ich da? Na, ums Prinzip geht's nicht. Es ist eine klare Eifersucht. Außerdem würde ich bin da auf deiner Seite. So wie du die Sache geschildert hast, finde ich, dass er Konsequenzen ziehen muss und darf dich auch nicht so lange hinhalten, denn er gefährdet auch noch seine neue Liebe dann damit, nämlich die Liebe zu dir, wenn er das zu lange macht. Wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast,
ist er kein entschlussfähiger Mann? Kein Mann klarer und schneller Entschlüsse? So ist er aber nicht. So ist er, also beruflich ist er nicht so. Gut, beruflich sind manche Leute ganz anders und privat sind sie das Gegenteil von dem, was sie beruflich sind. Ja. Es hört sich ja so an, als würde er das irgendwie alles so schleifen und laufen lassen irgendwie. So hört sich's an für mich. Hm. Ist so, ne? Oder? Ich hoffe es. Nee, eigentlich glaube ich daran, aber wie lange noch? Ja, das ist genau jetzt der Punkt. Das ist genau der Punkt, wie lange du das aushältst. Was soll ich denn machen? Ich an deiner Stelle. Ich habe ja schon versucht, weißt du, ich habe schon mal versucht, ihm zu sagen, pass auf, regel erstmal dein Leben, regel erstmal die Dinge drüben und dann komm zu mir, ich warte auf dich. Guter Standpunkt. Finde ich gut. Ist er nicht drauf eingegangen. Er meinte, er kann das nicht. Er kann mich nicht jeden Tag auf Arbeit sehen und seine Gefühle praktisch für den Zeitraum abstellen. Kann ich auch verstehen. Er würde sich zwangsläufig von mir distanzieren und somit wäre die Beziehung dann auch Das würdest du doch auch nicht aushalten, wenn du jeden Tag mit dem arbeitest. Das verkompliziert die Sache ja, wenn du nicht mit ihm arbeiten würdest. Er muss dir plausibel erklären, warum er nicht handelt. Da hast du ein Recht drauf, finde ich. Also ich habe ihn ja schon gefragt, Domian. Er sagt, das einzige Problem, was er hat, ist der finanzielle Aspekt. Verstehe ich auch nicht. Ja gut, dann bezahlt er halt Kohle für die Frau. Sowieso. Ja. Der zahlt er sowieso für sie. Ja gut, wo ist das Problem? Das Haus zu verkaufen. Ist ihm unangenehm oder was? Nein, er muss es ja so oder so verkaufen. Ja, wo liegt das finanzielle Problem? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was er meint. Dann hast du das Recht, wenn ihr verdammt nochmal jetzt ein Jahr ein Liebespaar seid. Domian sagt, er kann sie, der ist 14 Jahre mit ihr zusammen. Mhm. Okay, da besteht dann auch ein gewisser Respekt zueinander und auch, du weißt, also Achtung und. Ja, gut, aber den Respekt verletzt er jetzt grandios seit einem Jahr. Bei mir auch, ja. Ja, ja genau. So. Ja, genau. Bei mir gegenüber. Dir auch gegenüber. Ne? Ja. Also er sagt nur, er hat nicht den Stil, ihr die Schlüssel von der Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt ciao. Arrivederci. Ja, wie soll... Ist nicht sein Stil. Gut, er war 14 Jahre mit dieser Frau zusammen. Okay, was ist denn sein Stil? Zu lügen und nebenher eine Geliebte zu haben, ist das sein Stil? Ist das ein besserer Stil? Naja. Ja. Also er ist ein Feigling. Du siehst mich in einer geliebten Rolle, stimmt's? Ja, natürlich, im Moment schon. Ja. Noch schon. Solange ich nicht von dir höre, dass der wirklich ernsthaft da was unternimmt. Schon, ja, bist du die Geliebte. Was soll ich jetzt bitte machen? Weil er sagt ja auch jedes Mal, ich kriege ja alle 2-3 Wochen diese Krise. Dass ich nachdenklich werde und dass ich mir Gedanken mache. Weil ich bin allein, er ist nicht bei mir und ich komme wahrscheinlich ein bisschen zu mir. Und damit kommt er auch nicht klar. Er will, dass ich ihm vertraue, aber... Gut, was heißt Vertrauen? Ja. Vertrauen heißt, dass das noch viele Jahre so weiterlaufen soll oder so. Oder wie? Was heißt Vertrauen? Ich kann dich sehr gut verstehen, Sabine. Ja? Ich kann dich voll und ganz verstehen. Und ich finde, dass du den da auch unter Druck setzen darfst und kannst. Indem du ihm einfach sagst, du möchtest das plausibel erklärt bekommen, warum er sich so verhält. Und du möchtest einfach Anzeichen, Signale von ihm, wirklich Nägel mit Köpfen sehen, dass sich da etwas in eure Richtung bewegt. Und bislang tut es das ja offensichtlich nicht. Du musst allerdings auch, wenn du diese klare, harte Haltung hast, auch innerlich schon mal die Konsequenz irgendwie dir überlegen, aus dieser Firma eventuell rauszugehen. Ja. Ne? Weil das wäre natürlich, letztendlich wäre das für die Gesamtsituation besser. Ja, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Wenn das nicht problematisch für dich ist, oder wäre das, das musst du, sagen wir mal so, das musst du im Hinterkopf haben. Ja, habe ich auch. Ja. Ansonsten, mach Druck, sag ihm, dass es nicht mehr so geht, du kannst es nicht mehr. Ich finde, du hast es ja ein Jahr schon ausgehalten. Ja, eben. Ja, das ist doch schon viel, finde ich. Ist doch, oder? Ja. Also, du rennst bei mir Türen ein, merkst du gerade schon, offene Türen ein. Red mit ihm, sag ihm, dass du das nicht mehr aushältst. Und dann muss er entscheiden, was ihm wichtiger ist. Seine Lügenwelt da aufrechtzuerhalten oder mit dir ein schönes, neues, tolles Liebesleben und eine Zukunft zu haben. Ja. Ich meine, er hat hier auch ein Apartment, ja? Ja. Und ich verstehe es einfach nicht.
Ich meine, ich verstehe es wegen seinem Sohn, das verstehe ich. Ja, aber dass er den sehen will. Natürlich, natürlich. Das spielt überhaupt keine Rolle, aber warum ist sie noch da? Mhm. Was macht er ihr denn vielleicht davor? Ja, das sind die Fragen, die man sich dann stellt. Ist doch normal, oder? Ja, natürlich, ja. So, ich habe dir meine Meinung gesagt, Sabine. Jetzt musst du musst handeln. Gut. Alles gut. Ich danke dir, ja. Tschüss. Und mach weiter so, du bist der Beste. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Jeanette 27 ist hier. Hallo Jeanette. Ach, Jeanette ist weggebrochen. Das heißt, nicht die Jeanette ist weggebrochen, sondern die Leitung ist weggebrochen. Dann nehmen wir mal den Sebastian. Sebastian ist 27. Hallo Sebastian. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an und zwar habe ich letzte Nacht endlich den Schock meines doch mittlerweile jungen Lebens mitbekommen. Mhm. Und zwar, ich bin mit meiner Freundin jetzt in ein kleines Dörfchen gezogen, im Bergischen Land. Mhm. Und bin eigentlich seit mehreren Jahren der Pferdefreund schlechthin, kann man schon so sagen. Mhm. Und ich habe also auch regelmäßig mit Pferden zu tun, schon alleine hobbymäßig. Und letzte Nacht ist hier in Luftlinie 100 Meter weiter ist ein Pferdestall abgebrannt. Mhm. Und mit Pferden drin? Mit Pferden drin, ja. Wie schön. Und ich habe schon wirklich vieles gesehen. Ich bin eigentlich ein sehr hartgesottener Mensch. Mhm. Muss sagen, seit diesem Augenblick, keine Ahnung, ich fühle mich wie kaputt. Also es ist. Was hast du denn die brennenden Tiere auch gesehen? Ja, ich bin also die Straße runtergelaufen, habe diesen Stall brennen sehen. Mhm. Mein Nachbar hatte mir dann zugerufen, dass die Feuerwehr alarmiert wäre. Mhm. Erster Gedanke, du musst rauf, musst gucken, dass du da irgendwie noch ein Tier rauskriegst. Mhm. Mhm. Ich bin diese Wiese raufgerannt, habe hinter den Stallungen gestanden und habe förmlich, ich habe brennende Tiere gesehen. Also es gab nicht die Möglichkeit, dahin zu rennen und ein Tor aufzumachen? Die Flammen schlugen weit über 12 Meter, ich schätze mal 10, 15 Meter in den Himmel. War das Brandstiftung? Wie kann es sein, dass ein Pferdestall brennt? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ja, klar, ich will mich da um Gottes Willen nicht zu äußern, was das dann betrifft, zur Brandstiftung oder wie man das auch immer, Selbstentzündung, wie man das immer nennen mag. Also, wie viele Tiere sind umgekommen? Es sind, sage und schreibe, 7 Pferde umgekommen. Wie schrecklich. Ich habe zum Glück noch 2 kleine Ponys rausholen können. Ach, das heißt, du bist doch richtig rangegangen und hast irgendwo ein Tor noch aufgekriegt, oder was? Ja, also durch den Nachbarn, der hat den Schlüssel gehabt. Ich meine, es ist mittlerweile wirklich so, man muss vorsichtig sein, gerade wenn man Pferde hat. Man muss wirklich mittlerweile alles verrammeln und verriegeln. Und, Achso, wegen Diebe oder was? Ja, also schon allein wegen Sattelzeug. Das sind ja hunderte von Euro, die da dort rumhängen. Mhm. Und diese Tür war also zu, die wurde aufgeschlossen und der Nachbar lief mit rein und versuchte also durch diesen Gang in diesen anderen brennenden Stall reinzukommen. Und ich rief ihm also nur zu, hör mal, lass es sein, da hinten brennt alles lichterloh, lass bloß die Finger von der Tür, das gibt einen Kamineffekt. Dann habe ich die 2 Ponys neben mir stehen sehen, habe mir die wirklich am Schopf gepackt, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe die da rausgezogen. Waren die Tiere in Panik? Ja. Ja, aber die sind mit dir rausgelaufen dann? Die sind mit mir rausgelaufen, ja. Und die anderen Tiere, schreien, haben die geschrien oder wie reagieren Tiere? Ach, ja. Ist das schlimm, ist das schlimm. Also von der Straße, die Luftlinie vielleicht 20 Meter, man hat es nicht hören können, weil diese... dieses Feuer, es war ein unheimliches Geräusch. Also es ist nicht wie beim normalen Lagerfeuer oder Kaminfeuer, sondern es war ein Wahnsinnsgetöse. Mhm. Und umso näher ich rankam, man hört Hufgetrappel, das alles kennt eigentlich jeder Mensch. Ja. Aber schreiende Pferde, die um ihr Leben schreien, wirklich, Domian, ich habe schon viel in meinem kurzen Leben mehr oder weniger gehört und auch gesehen. Mhm. Aber wenn dich ein brennendes Pferd anschaut, da bin ich ganz ehrlich, also da bin ich so leicht mit meinen Nerven am Ende. Mhm, das glaube ich. Und das ist schon ein Schock, denn das war gestern Nacht erst, ne, sagst du? Das war jetzt letzte Nacht, ja. Mhm. Also praktisch jetzt vor 24 Stunden. Vor 24 Stunden, ja. Jetzt höre ich gerade unsere Schlussmusik. Sebastian, leg mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ist in Ordnung. Weil die Sendung gleich vorbei ist. Ist in Ordnung. Okay, bis gleich. Bis dann, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, in der Tat ist unsere heutige Sendung jetzt gleich vorbei.
Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uwe Petersen, Uli Kapp, Roland Lohr, Katrin Paulsen, Christoph Hoffmann, Jan Gräfe zu Baringdorf, Christian Großpitz und Elke Büchter. Ich verweise euch nochmal auf morgen, auf meinen Promi-Talk. Um 23.45 Uhr sind die Helden, die Band Wir sind Helden, bei mir live zu Gast im WDR Fernsehen, Samstagabend 23.45 Uhr. Ihr könnt mitreden und euch unterhalten mit den Helden, wenn ihr das mögt. Während der Sendung anrufen, jetzt mailen oder eine Stunde vor der Sendung anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss.